Das ist bestimmt hinter dem Vorhang. Aber wie kommen wir denn jetzt hinter den Vorhang? Wir sind doch gar kein Mitglied vom unorganisierten Verbrechen. Moment mal. Wir mit der normalerweise verflucht. Ob wir mal mit dem vom unorganisierten Verbrechen mal quatschen sollten? Entschuldigung? Hm, was willst du denn? Ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens. Und das gibt euch das Recht, unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Cool. Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das so? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Kann man bei euch einsteigen? Unglaublich unorganisiert bin ich schon mal. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Ich bin ein begabter Bastler. So? Woran bastelst du denn? An Stromumkehrern, Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin unverwüstlich. Ich kann von einem 2 Meilen hohen Turm in einen Nadelhaufen fallen, ohne Schaden zu nehmen. Toll. Kannst du auch Bälle auf deiner Nase jonglieren? Na hör mal. Ich bin ein draufgängerischer Abenteurer und kein Zirkus-Ozelot. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin unglaublich lässig. Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja? Dass mein Hinterkopf, ja, schon am Boden schuppert, ja? Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja, das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr, Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte... Er lauscht seine Gegner in Grund und Boden. Vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Ich bin wohl verwegen genug. Bist du nicht? Ich bin wohl verwegen genug. Bist du nicht? Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasiert zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei, versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Verzieh dich. Was sagt denn der Organon zu eurer Vereinigung? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt, Bursche. Der Organon hat hier nichts zu melden. Auch nicht der Beamte, der da hinter dir steht? Was? Haha, sehr lustig. Fand ich auch. Ich auch. Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. Okay, wir haben jetzt hier einen Tipp gekriegt. Wo ist das? Wo soll das sein? Keine Ahnung, irgendwie noch ein Häkchen. Ich habe keine Ahnung. Da steht nichts. Dann, ja. Wir sollen also die Katze rasieren. Gut, machen wir das. Oh Gott. Ist ja nur eine kleine Katze, ne? Da wachsen ja die Haare ja nach. Und wir haben auch noch den Rasiermesserfisch. Also, komm. Hallo! Die Hauskatze eines kriminellen Syndikats zu rasieren, wäre voll extrem. So extrem, dass sie mich garantiert zum Ehrenmitglied ernennen. Na, dann wollen wir doch mal. Was soll das denn? Das ist ja nur eine Stoffkatze. Aber wo ist denn die echte Kitty? Egal. Oh.
Was hast du getan? Das wird dem Boss aber nicht gefallen. Abwarten. Boss! Boss! Und jetzt kommt der Boss. Sitzt meine Frisur? Was für eine Frage. Natürlich sitzt sie. Was? Wer? Was soll das? Wo ist der Boss? Hinter dieser Verrückten da? Ich habe einen Eindringling erwischt. Arme Kitty. Brave Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Dieser kleine Nichtsnutz hat Kitty rasiert. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Das war auch mein Gedanke. Aber das sind doch nur Zuckungen. Diese Frau leidet unter Spasmen. Bravo, jetzt hast du sie vollständig verärgert. Also, noch irgendwelche letzten Worte? Was hat sie gesagt? Liegt das nicht auf der Hand? Dass ich begnadigt werde? Wie jetzt? Eine Begnadigung? Okay. Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Okay, dieses Kichern ist irgendwie dann also ein Ja und dieses ist ein Nein. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Genau. Sagt mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Rate doch mal. Dass ich begnadigt werde? Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Okay, dieses... Oh Gott. Ich habe Donner ein Angebot zu unterbreiten. Genau. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay. Donner ist ganz Ohr. Ich könnte doch bei euch einsteigen. Nein. Donner sagt nein. Okay. Dann macht sie jetzt wahrscheinlich dieses, Ticke oder was weiß ich. Gnade. Genau. Genau. Und dann macht sie jetzt wieder dieses, dieses Nicken, glaube ich. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay. Donner ist ganz Ohr. Ich könnte euch die Datasetten mit den Aufstiegscodes besorgen. Donner sagt nein. Gnade. Genau. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay. Donner ist ganz Ohr. Ich glaube, er wird sie auch bei Geld nein sagen. Vergesst es. Ich verhandle nicht mit Verbrechern. Wie du willst. Sie hat auch nicht gezuckt gerade, ne? Also, dass sie auch nicht Nein gesagt hat. Nur zu. Ein schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Donner sagt Nein. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Also, jetzt bin ich verwirrt. Ist das dein Ernst oder nicht? Haben wir es geschafft? Sie hat genickt. Hast du gesehen? Ja, aber ich kann es kaum glauben. Das heißt wohl, dass du jetzt einer von uns bist. Herzlichen Glückwunsch. Rufus. Rufus, genau. Das schaffen nicht viele. Zwei bislang. Wie auch immer das vonstatten ging. Haha, wir haben es geschafft. Wir sind beim unorganisierten Verbrechen. Yippie. Bewerbungsgespräch. Na gut. Dann heißt es, wir können da hinten zur Brücke. Ja. Und wir können uns die Turnierhand schmopsen. Na endlich. Meine eigene Turnierhand. Gut. Dann können wir jetzt auch gegen Galef antreten. Haha.
Darf ich noch mal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. So, lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Yep. Das sind tatsächlich echte Turnierfinger. Und sie sind nicht gezinkt. Dann kann es ja losgehen. Oh Gott. Okay. Wie funktioniert das hier überhaupt? Wie funktioniert das hier doch gleich? Die Regeln sind komplex, das gebe ich zu. Aber im Grunde musst du dir nur drei Sachen merken. Schere schlägt Papier. Papier schlägt Stein. Und Stein schlägt Schere. Gespielt wird nur mit echten Turnierfingern. Jeder Versuch, mit gezinkten Fingern zu spielen, gilt automatisch als verlorene Runde. Alles klar. Mhm. Wie ist überhaupt der Einsatz? Wer gewinnt, darf sich zwei Finger aus dem Deck des Gegners aussuchen. Was? Na, wir spielen um Finger. Was denn sonst? Wer zuerst bei einer Niederlage keine Finger mehr übrig hat, die er abtreten kann, verliert. Mhm. Ich bin bereit. Na dann, hoch die Finger. Schnick, schnack, schnuck. Okay, wir haben also vier Finger. Galef hat auch vier Finger. Oh Gott. Wir. Ich habe keine Ahnung. Mist, der ist ja fest. Ach so. Was machen wir denn? Das sollte reichen. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Was? Na, was dachtest du denn, worum es hierbei geht? Na los, Hand auf den Tisch. Ich sagte doch, du hast keine Chance. Willst du nochmal? Ja, klar. Jetzt können wir quasi Schere machen, richtig? Schere. Unentschieden. Verdammt! Du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir tiefer in die Trickkiste greifen, um zu gewinnen. Mist, der ist ja fest. Wir haben jetzt noch zwei Finger und er hat sechs? Oh Gott, hä? Und wenn ich jetzt... Wir zinken die nochmal. Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Jetzt können wir quasi nur noch Stein spielen, ne? So. Stein schlägt was Schere. Was zum... Was gewonnen. Und dabei sind das meine Glücksfinger. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So. Nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Jetzt. Ich mach nochmal. Aha, wieder gewonnen. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. So, jetzt ist es wieder Gleichstand. Der spielt irgendwie nur Schere, oder? Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Mal gucken, ob er jetzt wieder Stein spielt. Schere. Der ist ja... Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. So. Jetzt hat er keine Finger mehr, aber wir haben schon jetzt 8. Das heißt, wir brauchen jetzt, wenn er nur noch Stein spielen kann, brauchen wir Papier. Unmöglich. Du hast mich besiegt. Ich sage es immer wieder. Leg dich nie mit Rufus an. Ich habe dich offenbar unterschätzt. Aber sei es drum. Ich bin ein ehrenhafter Spieler. Und um ein Wort zu halten, das geheime Klopfzeichen geht folgendermaßen.
Kannst du dir das merken? Ich weiß nicht. Kann ich's nochmal hören? Verrat es aber niemandem weiter. Niemandem außer Goal. Was war das? Ich brauche jetzt Alkohol. Ich auch. Oh Gott. Okay, das war hier, glaube ich, in der dunklen Gasse. So. Ich sollte Baby Goal erst Bescheid sagen, dass wir jetzt Widerstandskämpfer sind. Junge, die wird ausflippen. Ach so, stimmt. Die weiß ja noch nichts von ihrem Glück. Die weiß ja noch gar nichts von ihrem Glück. So, Goal? Goal! Ach so. Hm? Oh, du bist es! Wie schön! Es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Wirklich? Klar. Ich kenne sogar das geheime Klopfzeichen. Wow! Worauf warten wir noch? Wir müssen zu Janosch, um unsere Instruktionen abzuholen. Wer als erstes da ist? Aber, hey, stopp! Mist. So. Achso, wir müssen jetzt quasi Goal zum Rebellen unterstützen. Ja. Dann wollen wir mal. Oh Gott, ey. So. Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Scheiße, ich hab da nur was durcheinander gekriegt. Das Klopfzeichen ging... Und wieder falsch. Verzieh dich. Mist, das liegt nur an diesem schmissigen Groove, den sie auf dem Marktplatz spielen. Ja, die Musik. Aber wir können denn doch, wir können doch da oben nicht sagen, was die Musik ausmachen sollen. Oh. Es sei denn, wir müssen einmal in die Einstellung und die Musik ausmachen. Oh Gott. Das könnte hinkommen. Na endlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich konnte mir das neue Klopfzeichen nie merken. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Aber das ist doch die reinste Schikane. Wenn du einer von uns bist, müsstest du es eigentlich noch kennen. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Was ist jetzt? Nein, warte. Tja. Leider wieder daneben. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ach, das gibt es doch nicht. Wolltest du nicht klopfen? Was ist jetzt? Ach so. Nochmal. Jetzt habe ich gerade den Balken gesehen. Das könnte hinkommen. Aber sicher bin ich mir nicht. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. So. Das reicht. Ich komm jetzt raus. Bei Klopfstreichen verstehe ich keinen Spaß. Nanu! Hier ist ja niemand. Dann war es wohl doch kein Klopfstreich. Das ist nicht das neue Klopfzeichen, Liebold. Ja, ich habe es wieder vergessen.
kann ich nicht einfach das alte benutzen. Ach, ja, okay. Aber nur, weil du es bist. Jetzt aber. So. Hail, das war richtig. Natürlich war's das. Na dann, worauf wartest du noch? Komm rein, die Tür ist offen. Die Tür ist... Was? Finn empfiehlt, die Musik wieder einzuschalten. Okay. Noch ein neuer Rekrut. Endlich bekommt unsere Sache den ihr gebührenden Zulauf und angemessene Aufmerksamkeit. Wie war das? Was bekommt ihr? Zulauf. Und? Angemessene Aufmerksamkeit. Was ist denn so witzig? Aufhören! Nein, warte, nicht aufhören! Kannst du mir mal verraten, worüber du dich hier so kaputt lachst? Bravo, grandios. Aber mal im Ernst, was ist das hier für ein Laden? Eine Art Zirkus? Ich suche nämlich eigentlich das Versteck des Widerstands und kein Kinderfasching. Du bist richtig hier. Genau. Fasching war letzte Woche. Oh Gott, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich brauche gerade eine Pause. Ich glaube, ich muss... Wir hören uns noch mal Poki an. Und dann mache ich für heute erstmal wieder eine Aufnahmepause. Gott, ich kann nicht mehr. Tja, und da sind wir jetzt also endlich im Unterschlupf des Widerstands gelandet. Baby Cole ist schon da. Und ja, hier lernen wir auch endlich den berüchtigten Anführer des Untergrunds kennen. Ich nehme ganz fest an, dass ihr euch Janosch alle genauso vorgestellt habt, wie er auch hier tatsächlich jetzt auftritt. Dazu kann ich nochmal sagen, dass es gar nicht so einfach war, speziell für die Übersetzung, diesen sehr konsequent durchgezogenen Sprachfehler von Janosch durchzuhalten. Das war tatsächlich eine große Herausforderung, insbesondere weil es später, ich darf das eigentlich noch nicht spoilern, hört mal kurz weg, später noch ein Rätsel gibt, wo dieser Sprachfehler und tatsächlich die exakte Logik hinter diesem Sprachfehler noch eine Rolle spielt. Und dafür war es auch wichtig, für die Leute, die den Ton halt ausschalten, es gibt ja immer noch Leute, die halt ohne Ton spielen, diesen Sprachfehler möglichst konsequent im Text zu haben, damit man das Prinzip auch im Text erkennen kann. Das bedeutet aber auch, dass wir bei den Studioaufnahmen halt diese Sätze mit seinem Sprachfehler geschrieben auf dem Textblatt hatten, sozusagen. Echt jetzt? Also in dem Textdokument. Und das heißt, der Michael, der den Janosch gesprochen hat, der hatte halt erstmal die Schwierigkeit, überhaupt zu verstehen, was dieser Satz überhaupt zu bedeuten hatte. Und insbesondere natürlich den gesamten Plan von Janosch zu verstehen, der natürlich auf jeden Fall auch ein bisschen konfus ist und Rufus ihn auch komplett zu Recht kritisiert. Denn ja, man muss Rufus einfach zugestehen, er wäre halt tatsächlich ein viel besserer Rebellenanführer, als es Janosch je sein könnte. Also, ja, viel Spaß bei diesem Minigame. Ich finde, das macht alles total Sinn. Ja, aber Baby Cole, du hattest jetzt gerade auch eine anstrengende Gehirnoperation, die halt auch mittelmäßig geglückt ist. Ich hatte was? Wir kommen später dazu. Genießt erstmal die Szene und erfreut euch an dem bunten Traum im Unterschlupf des Widerstands. Genau, und das machen wir dann jetzt auch in der nächsten Folge dann. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Diesen Sprachfehler von Janosch, ich liebe ihn. Und das wird noch echt anstrengend mit ihm werden. Aber oh mein Gott, aber ich freue mich voll. Aber wie gesagt, das machen wir dann alles in der nächsten Aufnahme auch. Und ja. Ich danke euch dann jetzt wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.